mir fällt gerade ein, wir bräuchten ja auch noch da hinten ein bisschen mehr Platz. Eigentlich müsste ich ja hier Kürbisse, hier vielleicht noch Wassermelonen und hier Zuckerrohr anbauen. Ich glaube, das werde ich sogar so machen. Das werde ich sogar so machen. Wollte ich sagen. So, der hier. Moment. Bis daher. Dann kommen hier die beiden Zäune. Ja, müsste so passen. Und die Zäune reichen nie und nimmer. Einer zu kurz. Ja, da darf ich mir doch gleich noch ein paar machen. Denn so Zuckerrohr, das wäre auch mal eine Möglichkeit, das anzubauen. Und wir müssten mal irgendwo in den Sumpf, um hier so komische, ich sage jetzt mal, Seerosenblätter zu holen. Denn da kann ich doch ein bisschen besser auf dem Wasser laufen, genauso wie hier. So, dann holt sich da hinten gleich mal ein paar Bäume ab. Oh, da ist er schon richtig großer dabei. Ja, geht ja relativ zügig, muss ich sagen. Und dann brauche ich wenigstens nicht immer so weit laufen. Hat schon einen kleinen Vorteil. Also ich werde mir hier dann auch noch so eine kleine Baumschule machen. Und wie gesagt, wir brauchen eh sehr, sehr viel Holz noch. Beziehungsweise sehr viel Zäune. Denn wie ich schon gesagt habe, ich möchte mein Grundstück mit so einem schönen Stacheldrahtzaun. Nee, Spaß beiseite. Ein Holzzaun komplett um das ganze Grundstück. Denn ich traue den Monstern hier nicht mehr über den Weg. Aber gar nicht mehr. Die passende Musik zum Holzfällen. So soll es sein. So. Ja, und wenn ihr die Folge seht, denke ich, ist die Entscheidung auch schon. Ach, jetzt fällt es mir wieder ein. Genau. Bis ihr die Folge seht, denke ich, ist auch schon die Entscheidung gefallen, ob ich hier mit The Binding of Isaac weitermachen soll oder nicht. Und es ist ja eigentlich, ich sage jetzt mal wirklich fast einstimmig beschlossen worden, oder was heißt beschlossen worden? Ihr habt im Prinzip gesagt, ihr möchtet weiterhin The Binding of Isaac sehen. Und ich finde es auch richtig gut, denn ja, es ist ein Projekt, was wirklich Spaß macht. Und man ist ja auch, wenn man hier, wie ich jetzt zum Beispiel mit allen Chars so gut wie alles hat, die gesamte Collection hat, bis auf vielleicht ein, zwei Items oder so. Der Run ist ja trotzdem, okay, die Bosse sind eigentlich fast, also was heißt die Bosse? Es gibt ja immer nur die gleichen Bosse. Sie wechseln zwar durch, aber ist jetzt nicht so tragisch, aber so die Item-Kombis, die sind ja immer unterschiedlich und dadurch nimmt der Run ja eigentlich erst seinen Lauf. So, mal hier die ganzen Saplings mitnehmen und das ist das eigentlich das Interessante an The Binding of Isaac. Und klar. Wenn man sich hier wieder ab und zu so anstellt wie ich, und hier den Run wieder verkackt, weil man irgendwie, keine Ahnung, unkonzentriert ist oder nicht aufpasst. Tja, soll aber vorkommen. So, dann einmal kurz in die Küche zur Workbench. Hallo? Haben wir hier Besuch? Klingt mir fast so, wenn es im Keller wäre. Hallo? Ach nee, das ist wieder die Höhle hier neben uns, oder? Hier oben? Auch nix? Nee, hier ist nix. Kleiner, widerlicher, ekelhafter Zombie. So, Holz, Holz. Moment mal, warum eigentlich nicht gleich so? Dann einmal so, einmal so. Moment mal, da müsste ich doch eigentlich noch mehr zusammenkriegen.
Mal ja kurz die Seeds rauspacken. Okay. So, dann das hier noch. 2, 4, dann noch einmal. So. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. So, und das hier. Ach, schon wieder das Lied. Das hatten wir doch in der letzten Folge schon. Ich muss das unbedingt mal rausschmeißen. Ich finde das furchtbar. Dann brauchen wir hier noch, machen wir uns doch gleich mal 10 Stück. Acht, neun, zehn. Sieben, zehn. So. Dann geht's weiter nach draußen. Nee, geht's nicht. Lauf mich rein. Ich will schlafen. Ich will schlafen. Eine gute Nacht. Und dieser Ausblick ist so herrlich. Und einen guten Morgen wünsche ich. So, einmal hier nach draußen und weiter geht's. Bei strahlendem Sonnenschein. Da arbeitet sich's doch gleich ein bisschen einfacher, wenn man hier so schön vor sich hinschwitzt. So, da konnte ich gerade die Maus nicht mitbewegen, da ich mir gerade einen Schluck gegönnt habe. Die Sticks raus. So. Wo sind sie hier? Da. Na, wie weit noch? So. Hätten wir das auch und eigentlich... Ach komm. Die Lampe hier steht ein bisschen falsch. Stelle ich gerade mal so fest. So, sind wir hier richtig? Ja, Schaufel auspacken. Dann geht's doch hier gleich mal weiter. Denn so langsam möchte ich hier draußen die Felder mal bestücken, dass das Ganze so seinen Weg gehen kann. Und dann kann man ja im Prinzip hier das nächste Projekt, sag ich mal, angehen hier in Minecraft. Wo soll ich denn wieder mit der ganzen Erde hin, würde ich jetzt wieder sagen. Au! Ich könnte eigentlich den Gravel da unten rauspacken und mit Erde austauschen, aber ich glaube, den wir dabei haben, der sollte reichen. Noch eins. Da-dam. Ach ja, ich war ja bei The Binding of Isaac weiter stehen geblieben. Ja, wie gesagt, es geht ja weiter. Und ich habe es ja schon mal kurz in diesem kleinen Infovideo in die Kommentare geschrieben. Es gibt eigentlich nicht wirklich viele, die so viele Isaac-Folgen haben wie ich. Bis auf einen, den ich gefunden habe, der hier entweder, ich denke mal, aus Amerika oder England kommt. Der hat jetzt, glaube ich, auch schon über 200 Folgen Isaac aufgenommen. Und... wenn ich mal überlege, der macht hier im Prinzip auch einfach mal weiter. Und der hat mal schon ein bisschen Skill, würde ich sagen, teilweise. Also da sehe ich schon ein bisschen alt dagegen aus, wenn der hier einfach mal den Kugeln der Bossen oder sonst was ausweicht. Klar, der hat auch seine sage ich mal, seine Fails mit drinnen. Die hat, denke ich, jeder einfach mal aus Unaufmerksamkeit. Aber ansonsten, ja... Ich bin ja gespannt, wie viele Folgen das ich noch zusammenbringen werde mit Isaac. So, zack, zack. Ah, und es war klar, dass da wieder ein Flint rauskommt. Diese Verschwendung. So. Haben wir eigentlich schon, ich glaube, Kürbissamen haben wir schon, aber Melonensamen auch schon? War hier nicht irgendwas in einer Kiste unten in den Minen? Noch eins. So. Weg damit mit dem Zeug.
Die Lampe darf ich auch noch umsetzen. Nein! Da, zum Glück kriege ich meinen Block wieder. So. Oh Gott, das nächste Steak schon wieder verbraten, ne? Könnte ja dann doch ein bisschen eng werden. Aber nur ein bisschen. Oh. Ein bisschen mittelalterliche Musik. Sieht doch schon richtig, richtig gut aus. So, ich habe doch hier schon irgendwo Zuckerrohr. Wenn mich nicht alles täuscht. Und ich glaube, da brauche ich dann Sand dafür. Moment, Sand, Sand, Sand. Habe ich keinen Sand mehr? Doch hier. Nehmen wir mal beides mit. Den Apfel kann ich mir auch mal zwischendurch reinziehen. Was brauche ich denn jetzt noch? Ach ja, meine Wassereimer. Zu wenig Platz, zu wenig Platz. Das Feuerzeug können wir mal da lassen. Einmal. Zweimal. Da ist sogar noch Wasser drin. Sieh mal einer an. Dreck, 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 Dreck. Hier. Dreck, Dreck. Hier ist noch Dreck. Okay. Wieso haben wir denn noch keinen Hunger nicht? Moment mal. Normal. Okay, passt. Ich hab das Zuckerrohr vergessen. Hatte ich das hier? Genau. Ist zwar nicht viel, aber ein bisschen was. Das Zuckerrohr würde ich dann sogar hinter das Weizen machen und auf der Seite drüben kommt dann eben Melonen und Kürbisse oder umgedreht, keine Ahnung. Mal gucken. So, und da dürfte ich eigentlich. Genau. Mal gucken, ob das Ganze so klappt, wie ich mir das denke. Moment, da kann ich doch genauso wie da drüben auch wieder zwei reinmachen. Das sollte jetzt kein Problem sein. Aber Moment, ich muss das. Ich muss es ja eh rausmachen, da hier Sand rein soll. Außer ich mache mir hier jetzt natürlich die Arbeit umsonst. Und man kann Zuckerrohr mittlerweile auf. Hier auf Erde pflanzen. So, Sand, Sand. Dann eine Reihe Wasser. Genau, dann kommt hier wieder Sand. Und hier auch. Hier ist dann wieder frei. Machen wir das doch gleich mal so. So, 2, 1 frei, 1, 2, 1, 2 und 1, 2. So. Dann mal weiter im Prozedere. Das hier mitnehmen. Jetzt ist natürlich nur die Frage, muss ich darunter Erde bauen? Sollte ich vielleicht mal machen. Komm mal her, ich mach das Ganze hier jetzt anders. Ist da hier überall Erde drunter? Denn der Stein gefällt mir hier drunter sowieso nicht. Erstmal hier alles wegnehmen. Und ich glaube, ich habe keine Schaufel mehr dabei. Nein. Keine Schaufel mehr, dann einmal gleich hier anfangen, den Stein hier rauszuhämmern. Na klar.
Alles geht den Bach runter, alles geht kaputt. Die Werkzeuge halten auch nicht mehr das aus, was sie mal früher ausgehalten haben. Aber das wäre ja nichts Neues. Wer hat eigentlich hier den ganzen Stein hingepflastert? Hat hier irgendjemand einen Betonmischer verloren, der ausgelaufen ist? Statt dass hier vielleicht mal zwei, drei Reihen Erde wären? Nö, nö. Ach ja, ich vergaß ja, wir sind ja über einem komplexen Höhlensystem, das sehr weitreichend ist. Und da muss natürlich auch überall Stein sein. So, dann werde ich mir mal kurz eine Schaufel holen. Dum, dum. Hm, hm. Tür auf. Tür zu. Eins, zwei. Die sollten eigentlich reichen, denke ich mir. So. Einmal hier kurz den Apfel verspeisen. Und weiter geht's. In die Baugrube, Geronimo. Ach komm, es wird schon wieder dunkel. Lass mich hier bitte noch schnell fertig machen. Das wäre hier sonst gar nicht nett. Aber der Tag vergeht auch immer zu schnell. Oder vergeht hier einfach immer die Zeit zu schnell in Minecraft? Ich glaube wirklich, es vergeht die Zeit immer zu schnell. Wenn ich jetzt überlege, ich nehme hier schon wieder fast seit 40 Minuten auf. Und was habe ich jetzt eigentlich geschafft? Boah, ich habe hier zwei neue Weiden gemacht. Beziehungsweise zwei neue Ackerflächen. Und das war's. Also ich habe sie eigentlich nur umzäunt. Sie sind ja noch nicht mal fertig. Klar würde ich da jetzt ein paar Schweine oder Rinder oder sonst was draufstellen. Dann wäre sie schon fertig, aber so? Nicht schön. Ich glaube, ich führe mal so einen 20-Minuten-Tag ein. Das würde das Ganze ein bisschen einfacher gestalten, ne? Und ich hoffe nur, ich komme jetzt dann wieder rechtzeitig in meine Kiste, um hier nicht wieder die Monster neben mir zu haben. Keine Lust auf Monster kuscheln. So, Dreck. Nein. Zu viel. So. Hey, wir haben hier was vergessen. So geht es aber nicht hier. Das Lied hatten wir doch auch erst. Und ich werde jetzt mit Absicht keine Nacht-Playlist reindonnen. Denn ich brauche die gute Laune-Musik zum Bauen. Sollte vielleicht mal hier so machen. Nicht, dass mir hier noch ein Zombie in den Pool fällt. Da könnte man eigentlich jetzt auch einen Schwimmingpool draus machen. Das wär's doch. So ein kleiner Whirlpool. Schon irgendwo Zombies? Da hinten sehe ich was. Hallo. Kuckuck. Oh, das hier noch, das hier noch, das hier noch. Soll ich hier vielleicht die Nacht durchbauen? So, dann habe ich hier gesagt, zwei Reihen Sand. Na klar. Eigentlich wollte ich die nicht aufeinander stellen. Dann eine Reihe frei, zwei, dann hier wieder. Und hier außen. Ach, guck mal. Eine Katze. Nyan Cat. Also der Mond hat mir besser gefallen. Ist das hier so ein kleines Zeichen, dass hier gleich die Welt untergeht, wenn die Katze hier schon am Himmel rumfliegt? Oh, und der Sand reicht im Leben nicht.
Nicht wegschmeißen. Oh, da will man anfangen, was zu bauen, und was passiert? Einem gehen die Rohstoffe aus. Ha! Drinnen bleiben. So, mal kurz ein bisschen Sand holen.